möchte zuerst zu Syrien was sagen. Die Bilder, die wir jeden Tag sehen, 250.000 Menschen in Aleppo eingeschlossen, ohne Trinkwasserversorgung, berühren und erschrecken uns. Und es gibt nichts Dringenderes, wie in Syrien dafür zu sorgen, dass endlich eine Waffenruhe stattfindet und auch eingehalten wird. Die ganze Tragik dieser Geschichte ist, dass diese Waffenruhe nicht gehalten hat, von welcher Seite sie auch immer verletzt wurde. Die gegenseitigen Vorwürfe nützen überhaupt nichts. Und ich kann ausnahmsweise mal ausdrücklich begrüßen, dass Außenminister Steinmeier sich bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen nicht dem Schwarze-Peter-Spiel zwischen USA und Russland hingegeben hat, sondern ganz offensiv gesagt hat, wir brauchen eine Friedenslösung in Syrien. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Beide Seiten benutzen die Bevölkerung als Geisel für ihre Zwecke, für ihre militärischen Zwecke. Der Konflikt ist militärisch nicht zu lösen. Ohne Friedensverhandlungen geht's nicht, und die Bundesregierung ist gut beraten, sich an diesem Schwarzen Peterspiel tatsächlich nicht zu beteiligen, sondern konsequent für Waffenruhe und Friedenslösung einzutreten. Im Zusammenhang mit Syrien ist völlig klar, wir werden neue Flüchtlingsströme bekommen, wenn die Hauptfluchtursache Krieg nicht endlich beseitigt wird. Und was wir gerade sehen, bei der Europäischen Union, auch bei der Kurswende der Bundesregierung zur Flüchtlingspolitik, dass wieder der Versuch gemacht wird, durch härteres Grenzregime und durch Grenzen dichtmachen die Flüchtlingsproblematik zu lösen. Dieser Versuch wird wieder fehlschlagen und nur kurzzeitige Erfolge zeitigen, solange nicht die tatsächlichen Fluchtursachen angegangen wird. Und um diese Frage drückt man sich wieder herum, man exportiert weiter Waffen, man guckt weiter zu, wie die Bürgerkriege zunehmen, und man guckt weiter zu, wie die Armut in den Ländern vergrößert wird. Das ist wirklich ein Drama inzwischen auch deutscher Flüchtlingspolitik, aber insbesondere der europäischen Flüchtlingspolitik. Und Europa wäre gut beraten, nicht militärischen Regelungen und neuen Grenzregimen das Wort zu reden, sondern tatsächlich auf Rüstungsexporte in Krisenregionen zu verzichten, auf ein Anfeuern von Kriegen in den Regionen zu verzichten und praktisch eine Export- und Außenpolitik zu machen, die den anderen Ländern eine Chance auf Entwicklung gibt. Alles andere wird nicht mal kurzfristige Erfolge zeitigen. Wir erleben gerade in der Innenpolitik eine neue Debatte über Steuern und Steuerreformen, jetzt wieder aufgebracht durch die SPD, die wie alle Parteien insbesondere die mittleren Einkommen entlasten wollen, aber nichts tun. Da setzt sich eine Politik fort, die sagt, wir müssen untere, mittlere Einkommen entlasten, aber über Ankündigungen geht es nicht hinaus, weil sie sich alle nicht einig sind, wie man es dann finanzieren kann. Ich will deswegen noch mal deutlich machen, zu einer gerechten Steuerpolitik gehört, dass endlich eine Vermögensteuer eingeführt wird für Reiche und Vermögende, Millionäre und Milliardäre. Ohne das sind viele soziale Projekte in Deutschland nicht zu finanzieren. Zweitens haben wir jetzt bei der Erbschaftssteuerregel gesehen, dass eine Riesenchance kaputt gemacht wurde, und wieder einmal wurden reiche und superreiche Erben gepudert, anstatt eine Steuerregelung zu finden, die zu mehr Steuergerechtigkeit beiträgt. Die SPD und auch die Grünen drücken sich um diese Frage rum, und deswegen wird es auch nichts werden. Und bei der Einkommensteuer haben wir das gleiche Problem. Alle sind dafür, dass man umverteilt, dass man zumindest die mittleren Einkommen entlastet. Wir sagen, wir müssen die mittleren und die unteren Einkommen steuerlich entlasten. Wenn man es aber finanzieren will, muss man andere mehr belasten. Und wir haben ein Konzept, das ist völlig klar. Wir sagen, eine Einkommensteuerreform muss im Prinzip kostenneutral sein. Das heißt, wir müssen die unteren und mittleren mehr geben. Und wir müssen den oberen Einkommen, da denken wir an Einkommen über 100.000 Euro im Jahr, die müssen wir stärker belasten.
und zumindest mal wieder den Spitzensteuersatz von dem bekannten Sozialisten Helmut Kohl einführen. Das wären ja 53%. Solange der Mut fehlt, diesen Schritt zu gehen, Umverteilung von Vermögen und Einkommen, scheinen mir auch alle Ankündigungen, dass man Steuerhinterziehungen, Cum-Ex-Geschäfte und Ähnliches entschlossen angeht, verlogen zu sein. Wir erleben die ganze Zeit, es wird immer wieder neu angekündigt und jedes Mal kommen neue Skandale, wie Milliarden und Abermilliarden an den Finanzämtern in die Steuerparadiese geschleust werden. Das gehört meines Erachtens zusammen. Es sind nämlich die gleichen Leute, die, die reich sind, hohe Vermögen haben, geben ihr Geld in die Steuerparadiese und die werden gleichzeitig auch noch im eigenen Land von einer gerechten Steuerpolitik verschont. Das wird nicht zusammenpassen, aber wir können davon ausgehen, Steuer und gerechte Steuerpolitik wird ein Thema auch für den Bundestagswahlkampf sein. Damit sind wir auch schon ein bisschen beim Bundestagswahlkampf und bei der Wahl des Bundespräsidenten. Ich habe ja immer hier sehr viel Optimismus verbreitet, dass es vielleicht auch gelingen könnte, einen rot-rot-grünen Präsidenten oder eine rot-rot-grüne Präsidentin vorzuschlagen. Ich bleibe dabei, dass das ein wichtiger Schritt wäre, klare Alternative aufzuzeigen, jemanden vorzuschlagen, der weltoffen, sozial, friedensliebend ist und auf den sich oder die sich Grüne, SPD und Linke einigen können. Was ich derzeit öffentlich erlebe, scheint diesem Projekt wirklich entgegenzulaufen. Jetzt wird wieder spekuliert, dass jede Partei eigene Vorschläge macht oder dass gar es eine Übereinstimmung der großen Koalition wird. Das bedeutet für mich, dass SPD und Grüne aus den Wahlergebnissen der letzten Monate nichts gelernt haben. Man tut so, wie wenn man wieder überparteiliche, etablierte Vorschläge machen könnte und nicht, dass man der Bevölkerung klare Alternativen präsentiert. Und das ist ja die Bevölkerung leid, dass quasi alle Parteien ähnliche Positionen vertreten, außer jetzt der Linken. Und das spült ja auch tatsächlich der AfD neue Wähler zu. Deswegen bleibe ich dabei, wir brauchen einen Aufbruch. Wir brauchen ein Signal für einen Politikwechsel und eine klare Alternative bei der Bundespräsidentenwahl. Ich bin mal gespannt, wie die Debatte der nächsten Wochen weitergehen wird.